Herzlich willkommen zur Börse am Donnerstag. Tesla hat geliefert, im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinne. Einerseits heißt das, dass Elon Musk sein Versprechen gehalten hat. Andererseits heißt das, dass die Produktion des Model 3 tatsächlich gesteigert werden konnte und Tesla gleichzeitig erstmals seit knapp 2 Jahren einen Quartalsgewinn verbucht. Ist das also endlich die Trendwende bei Tesla? Genau das wollen wir jetzt klären. Wie immer mit Andreas Lipko von der Comdirect. Herr Lipko, wie bewerten Sie denn die Zahlen von Tesla? Ist das nach all den Turbulenzen, nach all den Querelen der vergangenen Monate tatsächlich die Trendwende? Herr Zulek, da haben Sie recht. Im Endeffekt kann man nur sagen, wow, die Zahlen, die vorgelegt worden sind von Tesla, sind wirklich überzeugend. 312 Millionen hat man im vergangenen Quartal verdient. Und vor allen Dingen wichtig ist, man will auch im kommenden Quartal weiter einen Gewinn erzielen, sodass man endlich aus diesem Tal der Tränen hinausgekommen ist und dass man die sozusagen Achterbahnfahrt damit, was die Quartalsgewinne eben angeht, hoffentlich verlässt. Und insgesamt konnte man auch den Umsatz stark verdoppeln auf 6,8 Milliarden US-Dollar. Das sind schon Zahlen, die Sie sehen lassen können. Und die Aktie hat ja entsprechend auch reagiert, plus 10% nachbörslich. Ich bin gespannt, wie die jetzt in den nächsten Tagen weiterlaufen wird. Andererseits müssen wir allerdings auch sagen, dass in den Produktionshallen von Tesla die Maschinen tatsächlich unter Volllast laufen. In der Regel heißt das, dass das nicht unbedingt mit der Qualität einhergeht. Nun gab es in der Vergangenheit schon öfters Probleme, Qualitätsprobleme mit dem Model 3. Bezahlt Tesla am Ende vielleicht einen etwas hohen Preis, um tatsächlich die Produktionsziele erfüllen zu können? Könnte man im ersten Blick denken, Herr Zulek, im Endeffekt ist es aber so, hier hat Tesla auch die Hausaufgaben gemacht. Man hat an den Prozessen gearbeitet, man ist hier wesentlich effektiver geworden, hat zum Beispiel die Arbeitszeit, die zur Herstellung für diesen Model 3 im Endeffekt dann notwendig sind, um 30% verringern können. Somit fährt man zwar auf Volllast, aber kann sukzessive endlich die Produktion steigern. Man kommt an das Ziel von 5.300 Modellen ran und ist im Endeffekt dabei, damit auch immer wieder einen Kritikpunkt zu beseitigen, dass man eben hier wirklich dann auch die ganzen Bestellungen abarbeiten kann und dass die Kunden die Fahrzeuge bekommen und somit dann eben auch die Gewinne weiter steigen können, beziehungsweise natürlich auch der Umsatz dann steigt. Schauen wir noch auf ein Unternehmen im Rahmen der Berichtssaison in den USA, das in seinem Segment quasi schon mehr oder weniger zur Old Economy zählt. Microsoft hat ebenfalls Zahlen vorgelegt, konnte tatsächlich überzeugen. Was macht denn Microsoft in diesen Tagen weiterhin so stark? Ja, Microsoft hat eigentlich überzeugt in allen wichtigen Bereichen und vor allem, Sie haben es gesagt, es ist eine quasi Technologie Old Economy wert und das ist eine sehr, sehr gute Voraussicht, um zu sehen, wie es um die Verfassung der Wirtschaft in den USA bestellt ist. Microsoft konnte durch alle Bereiche sehr, sehr gut wachsen, ob es die Hardware ist, durch Surface Absätze gestiegen um 14%, ob es Xbox, die Play-Konsolen um 40% sind oder eben natürlich auch das klassische alte, die Bürosoftware im Endeffekt, dann noch weiterhin das Kerngeschäftsfeld, hier auch Steigerung, aber eben das Cloud-Geschäft hat im Endeffekt Microsoft gute Gewinne beschert. Man konnte sowohl beim Umsatz jetzt auf 29,1 Milliarden Quartalsumsatz, erwartet waren 27 Milliarden, oder eben auch beim Gewinn pro Aktie jetzt bei 1,14 Dollar, erwartet waren hier 96 Cent. Ganz klar überzeugen die Aktie auch nachbörslich fest. Und ich glaube, dass man hier zumindest für den Technologiesektor in den USA eine Möglichkeit hat, dass wir hier eine Trendwende sehen, zumindest kurzfristige, die Verluste ausgleichen können und vielleicht wieder steigende Kurse in den kommenden Tagen sehen werden. Schauen wir auf den US-Gesamtmarkt. Dow Jones, S&P 500 oder sogar auch die Nasdaq mussten zuletzt deutlich federn lassen. Manch ein Analyst spricht bereits davon, dass die Angst an den Märkten kursiert. Nun kann man das Thema Angst zweischneidig sehen. Es gibt alte Börsenweisheiten, die sagen, okay, wenn die Angst kursiert, das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt, in den Markt einzusteigen. Wie sehen Sie das? Ja, also ich bleibe dabei. Ich sehe hier wirklich ganz gute Chancen dafür, dass wir zum Jahresende ein Jahresendrally sehen werden. Ist natürlich auch relativ einfach zu sagen, jetzt von dem aktuellen Niveau, aber trotzdem, auch wenn wir dies von vor einigen Wochen sehen, glaube ich, dass wir da deutlich drüber schließen werden. Es gibt Unternehmen und Branchen, die sind schwächer. Das haben die Marktteilnehmer, die Investoren aber schon antizipiert. Es wurde dann halt nochmal eingepreist, weil auch sehr, sehr viele algorithmische und technische Programme im Markt sind, die im Trends weiter traden und eben fortführen. Aber wir haben eben so eine Unternehmen wie zum Beispiel eine Microsoft oder wie dann eben auch eine Tesla, die immer wieder überraschen. Und jetzt wird es eben wichtig, kann zum Beispiel eine Amazon liefern, kann zum Beispiel eine Apple liefern. Und wenn das eben erfolgt, dann ist das Fundament und gerade für die Technologiebranche in den USA gelegt. Und man kann hier davon ausgehen, dass zumindest bis zum Jahresende in den nächsten 2 Monaten dann eben doch wieder steigende Kurse zu sehen sind. Schauen wir noch zum Ende hin auf den deutschen Aktienmarkt. Für den DAX rückt mittlerweile die runde Marke von 11.000 Punkten bedrohlich nahe. Ist das am Ende vielleicht langsam, aber sicher doch etwas mehr als eine schlichte Korrektur?
Ja gut, momentan haben wir eben vom High jetzt auf Jahressicht 15% verloren. Man spricht ab 20% vom klassischen Bärenmarkt. Also von daher haben wir hier noch ein bisschen Luft. Und ich sehe es momentan wirklich als Konsolidierung. Deutschland hat ja auch eine Sondersituation dahingehend, dass man eben aus dem Europäischen Verbund, aus der EU heraus hier sehr, sehr viele Probleme mitbekommt. Eben ob das jetzt die Diskussion um Italien ist, die natürlich 1:1 auch dann nach Deutschland mit übertragen wird. Zumindest sehen die Investoren das so, dass man den europäischen Raum meidet. Das konnte man bereits auch schon im Euro zum US-Dollar Wechselkursverhältnis sehen, dass hier sehr, sehr viel Moneyflow, sehr viel Geldfluss aus den europäischen Aktienmärkten hin zugunsten der US-amerikanischen Aktienmärkten eben geflossen sind. Und das schadet dann eben leider auch deutschen Aktien. Also von daher muss man hier so ein bisschen sehen, wie sich eben jetzt denn in Zukunft die Investoren stellen werden, wie vor allen Dingen die Situation in Italien sich darstellen wird. Aber insgesamt der deutsche Markt sieht eigentlich ganz gut aus. Nach den letzten Korrekturen, die wir gesehen haben, haben wir die über gekaufte Situation größtenteils abgebaut. Und wir haben hier eigentlich auch gute Chancen, wieder den steigenden Kurse zu sehen. Dann halten wir zum Ende hin fest, noch ist nichts alles verloren. Im Gegenteil, vielleicht gibt es aktuell sogar die ein oder andere attraktive Einstiegschance. Andreas Lipko von der Comdirect, vielen Dank nach Quickborn. Ich bedanke mich auch. Grüße nach Stuttgart. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt Börse am Mittwoch bzw. Donnerstag bei Börse Stuttgart TV.